Hallo zusammen. Heute soll es den zweiten Teil meiner 12 Books in 12 Months geben. Und zwar meine Reihenbücher. Ich konnte mich nämlich vorab nicht entscheiden, ob ich mich mehr auf Einzeltitel beschränke oder ob ich Reihenfortsetzungen oder gar ganze Reihen mit reinnehme. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach dieses Format zwei zu teilen. Ich würde sagen, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und ganz viel Spaß mit diesem Video. Mit dem ersten Titel, das ist Sternensturm von Alana Falk und trägt den Untertitel Das Herz der Quelle. Dieser Band ist der erste Band einer Dilogie, also das heißt, es sind hier nur zwei Bände und dann wäre ich schon fertig mit der Reihe. Ja, jetzt lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Die Macht der Magie. Nur du kannst sie mit mir entfesseln. Es ist der größte Moment in Lianas Leben und sie fürchtet ihn genauso sehr, wie sie ihn herbeisehnt. Endlich soll sie in die Gemeinschaft des Hohen Rates aufgenommen und mit ihrer Quelle verbunden werden, denn jeder Magier braucht eine menschliche Energiequelle, um zaubern zu können. Doch es ist ausgerechnet Chris, der Liliana zugeordnet wird. Chris, der sich der Gemeinschaft verweigert und dessen früherer Magier auf ungeklärte Weise ums Leben kam. Ja, Liliana und Chris scheinen sich auf den ersten Blick gar nicht zu verstehen und sie haben es wohl etwas schwer, Vertrauen zueinander aufzubauen. Das ist aber wiederum sehr wichtig, denn es braut sich eine schreckliche Katastrophe zusammen und nur Liliana und Chris können sie aufhalten. Ich finde, das klingt sehr spannend und ich freue mich hier auf den ersten und ja, den abschließenden zweiten Teil. Mit Vertrauen und Verrat von Erin Beatty habe ich einen weiteren Band, der mir in der Buch Community Bubble auf Instagram und auf YouTube schon einige Male über den Weg gelaufen ist, von dem ich auch sehr viel positive Stimmen gehört habe. Und das ist der Auftakt einer Trilogie. Ja, und der Klappentext verrät Folgendes: Mit einem Mann verheiratet zu werden, den sie noch nie getroffen hat, für Sage der absolute Albtraum. Kann ich verstehen. Doch Tradition im Reich Demora. Um dem zu entgehen, beginnt Sage eine Lehre bei einer Kupplerin und begleitet 10 junge Damen aus adeligen. Nochmal. Um dem zu entgehen, beginnt Sage eine Lehre bei einer Kupplerin und begleitet 10 junge Damen aus adligen Familien zum großen Verkupplungsball. Ihre Aufgabe ist es, die Bräute und die Soldaten, die auf der Reise für ihre Sicherheit sorgen, zu bespitzeln. Denn im Reich braut sich ein Krieg zusammen. Schon bald findet Sage sich zwischen den Fronten wieder. Und sie? Die nie heiraten wollte, stolpert geradewegs auf eine große Liebe zu. Doch wem kann sie wirklich trauen? Ja, auch hier finde ich, das klingt sehr, sehr spannend und nach all den positiven Stimmen, die ich eben dazu gehört habe, freue ich mich richtig drauf, in diese Welt einzutauchen. Märchenhaft erwählt von Maya Shepherd ist eine Märchentrilogie einer jungen, tollen Self-Publisher-Autorin, die an sich schon gar nicht mehr so unbekannt ist, denn Maya Shepherd ist sehr aktiv im Bücherschreiben. Und ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Titel vorab von ihr gelesen.
freue mich auf diese Märchenreihe von ihr. Also sind ja nur 3 Bände. Und das wird definitiv, denke ich auch nicht, das letzte Buch sein, das ich von Maya Shepherd lesen werde. Und ich möchte euch einfach gerne mal den Klappentext präsentieren. Du bist das einzige Mädchen, das lieber eine Kröte heiraten würde, als einen Prinzen zu küssen. Es war einmal ein Prinz namens Lian, der seit seiner Geburt mit dem schrecklichen Fluch lebte, dass sein erster Kuss eines Tages großes Unheil über das Königreich, jetzt wird's kompliziert, Coralio bringen würde. Nur seine wahre Liebe kann ihn retten. Die 12 schönsten Mädchen des Landes werden bei einer großen Auswahl erwählt. Eine von ihnen wird Prinz Lian heiraten. Doch bis dahin liegt noch ein langer Weg vor ihnen. Es gibt Prüfungen zu bestehen, die den Mädchen alles abverlangen werden. Wie weit sind sie bereit für ein besseres Leben und die Chance auf die große Liebe zu gehen? Also das klingt von der Idee her nach einem typischen Bachelor-Format und das ist ja auch schon öfters in Büchern aufgegriffen worden. Ich finde aber, weil ich im letzten Monat auch ein komplettes Märchenbuch gelesen habe, dass dieses Format der Brautschau eigentlich gar nicht erst durch diese ganzen Bachelor-Formate das erste Mal aufgetreten ist, sondern irgendwie in Märchen doch des Öfteren Anwendung gefunden hat. Und deswegen finde ich das gar nicht so weit hergeholt, dass das hier eben auch aufgegriffen wird in Kombination mit Märchen. Ja, klingt auch wieder total interessant, spannend. Und auch auf diesen Titel freue ich mich 2021. Mit Skaldacherry Pleasant, Der Gentleman mit der Feuerhand von Derrick Landy hat quasi alles angefangen für mich. Die Überlegung, wie ich meine 12 Books in 12 Months aufteile. Denn ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, eben diese Reihe. Es sind 12 Bände, 10 Bände, auf jeden Fall habe ich sehr viele Bände bei mir hier im Regal zu stehen. Ja, und ich hatte überlegt, dass ich diese Reihe auf jeden Fall gerne 2021 lesen möchte. Und so kam der eine Gedanke zum anderen. Und dadurch dachte ich, ich könnte mir mehrere Reihen auf meine imaginäre Liste setzen. Eine Kleinigkeit wie der Tod wird ihn nicht aufhalten. Er ist kein gewöhnlicher Detektiv. Er ist Zauberer und Meister der kleinen schmutzigen Tricks. Und wenn die Umstände es erfordern, nimmt er es mit dem Gesetz nicht so genau. Er ist ein echter Gentleman und er ist ein Skelett. Als Stephanie Skaldacherry Pleasant das erste Mal sieht, ahnt sie noch nicht, dass sie ausgerechnet mit ihm eines ihrer größten Abenteuer erleben wird. So, ich glaube, hier höre ich einfach mal auf, weiter vorzulesen. Ich habe von dieser Reihe auch richtig viel Gutes vorab gehört und die Bücher stehen schon etwas länger in meinem Regal und werden 2021 gelesen. Und Angelica Banks habe ich Tuesday und der Zauber des Anfangs hier zu stehen. Das ist eine Trilogie aus dem Magellan Verlag und ich habe vor ein paar Jahren öfters mal was von der Reihe irgendwie gehört, aber jetzt so in letzter Zeit eher weniger. Das ist halt, oder sie ist halt nicht mehr so präsent. Umsponnen von einer ganzen Wolke feinster, glitzernder Silberfäden sah Tuesday aus, als wäre sie in federleichte Zuckerwatte eingehüllt, die sie allmählich aus dem Schreibsessel hob. Ihre Füße berührten schon nicht mehr den Boden, sie schwebte langsam höher und höher.
Es ist ein geheimnisvoller silberner Faden, der Tuesday und ihren Hund Dexter an den Ort entführt, an dem alle Geschichten ihren Anfang nehmen. Hier macht sich Tuesday auf ihre Suche nach ihrer Mutter, der berühmten Schriftstellerin Sarah, die Petey Smith, die spurlos verschwunden ist. Sie durchstreift den schattigen Pfefferminzwald, sie segelt über die schäumenden Wellenkämme der ruhelosen See und kämpft gegen den abscheulichen Piraten Carsten Mosswood. Nur, wo ist ihre Mutter? Und wie soll Tuesday jemals wieder nach Hause finden? Also, ich muss sagen, richtig toll geschrieben, der Klappentext. Sehr märchenhaft. Und ja, mal schauen, was die Geschichte mir noch alles zu bieten hat, sobald ich sie lese. Die 13. Fee erwachen von Julia Achmann ist der Auftakt einer Trilogie und hat, glaube ich, mich erinnern zu können, so leichte Dornröschen-Komponente mit drin. Ich bin nicht Schneewittchen, ich bin die böse Königin. Okay, das hat mit Dornröschen nicht so viel zu tun, aber ich lese einfach mal weiter. Für 1000 Jahre schlief die 13. Fee den Dornröschen-Schlaf. Jetzt ist sie wach und sinnt auf Rache. Eine tödliche Jagd beginnt, die nur einer überleben kann. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hexenjäger erkundet sie eine Welt, die ihr fremd geworden ist. Und sie lernt, dass es mehr gibt als den Wunsch nach Vergeltung. Ja, Märchen, das scheint gerade das Thema meiner Leseliste zu sein, wie mir auffällt. Und ja, ich liebe einfach Märchenadaptionen und auch hier über die 13. Fee habe ich wirklich viel Gutes schon vorab gehört und freue mich auf ein düsteres, märchenhaftes Abenteuer. Bird and Throat von Amy Hammond ist der erste Band einer Trilogie und es geht hier um ein Mädchen ohne Stimme, ein König in Ketten und ein Fluch, der beide vereint. Mit 5 Jahren musste Lark mit ansehen, wie ihre Mutter hingerichtet wurde. Mit dem letzten Atemzug nahm sie ihrer Tochter die Stimme und die Macht der Worte. Denn Magie ist eine Todsünde in Jero. 13 Jahre später erscheint der junge König Tiras am Hof von Larks Vater, um diesen an seine Treuepflicht im Krieg zu erinnern. Er nimmt die stumme junge Frau als Geisel mit sich. Zunächst fürchtet Lark den König, doch sie merkt schnell, dass Tiras ebenso wenig frei ist wie sie und dass die Liebe womöglich die einzige Waffe ist, die ihrer beiden Ketten sprengen kann. Ja, traumhaftes Cover, interessanter Klappentext und auch wieder ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Ja, wie ihr merkt, bin ich sehr hochmotiviert und freue mich wirklich auf jeden der Titel, die ich mir hier ausgesucht habe. Das ist natürlich, sollte auch so sein, denn ich wurde ja nicht gezwungen, die Bücher mir zusammenzustellen. Und ja, ich hoffe auch, dass ich wirklich 2021 richtig viel davon abarbeiten kann. Katrin Lange, Herz aus Glas, ist der erste Band der Herz aus Glas Trilogie und steht schon sehr, sehr lange bei mir im Regal, nachdem eine ganz, ganz liebe Bloggerfreundin von mir total davon geschwärmt hat. Und ich habe tatsächlich ja auch von Katrin Lange 2020 Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz gelesen. Das war ja mein erster Jugendbuchroman von ihr und ich war total begeistert von der Geschichte und demzufolge musste ich natürlich diese Trilogie 2021 auf meine Liste setzen. Wenn du dich verliebst, wirst du sterben. Julie ist wenig begeistert, als ihr Vater vorschlägt,
die Winterferien auf Martha's Vineyard zu verbringen. Auf der Insel trifft sie David, dessen Freundin kürzlich bei einem Sturz von den Klippen ums Leben gekommen ist. Obwohl er ihr mit abweisender Kälte begegnet, fühlt Julie sich sofort zu dem gut aussehenden Jungen hingezogen. Doch dann erfährt sie von einem... Ups, Faden verloren. Doch dann erfährt sie von einem jahrhundertalten Fluch, der für den Tod weiterer Mädchen verantwortlich sein soll. Eine geisterhafte Stimme beginnt ihr Warnungen zuzuflüstern und bald weiß Julie nicht mehr, was Realität und was Traum ist. Als sie sich schließlich auch noch in David verliebt, gerät sie in tödliche Gefahr. Ich muss jetzt gestehen, so ein bisschen klingt das irgendwie nach Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz. Ja, aber trotzdem klingt das auch wieder spannend und die Reihe ist ja definitiv als erstes erschienen und ja, mal gucken, ob mich denn auch diese Geschichte begeistern kann. Lainey Taylor, Daughter of Smoke and Bone, Zwischen den Welten, erster Teil. Daughter of Smoke and Bone, der erste Band der Erfolgstrilogie Zwischen den Welten. Was würdest du dir wünschen, wenn du nur eine Perle deiner Kette opfern musst, damit dein Wunsch in Erfüllung geht? Wo würdest du hinreisen, wenn du bloß durch eine Tür gehen musst, um nahezu alle Orte der Welt zu erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du den falschen Mann liebst, er aber die Antwort auf all deine Fragen ist? Karu dachte, sie wüsste, wer sie ist. Doch dann kommt es zu einer Begegnung, die alles verändert. Ein sehr geheimnisvoller Klappentext macht mich wirklich sehr neugierig und ich habe auch zu dieser Reihe schon wirklich vieles ja, in den vergangenen Jahren gehört. Zählt mittlerweile doch zu älteren Büchern und so, ich habe nur noch 3 Bücher und dann bin ich auch schon durch. Mein nächster Titel ist auch wieder ein bekanntes Buch, würde ich meinen, und ein regelrechter Klopper, und das ist gerade mal Band 1, das heißt, Band 2 und 3 werden aller Wahrscheinlichkeit ähnlich dick sein. Und zwar geht es hier um Die Königin der Schatten von Erika Johansson. Ja, dieser Roman ist sogar mit einem Quote von Emma Watson versehen, die das Buch nämlich gar nicht aus der Hand legen konnte, weil es so spannend ist. Ich habe auch im letzten Jahr, glaube ich, gehört, dass dieser Titel verfilmt werden soll. Der Thron wartet auf seine Königin, falls sie lange genug lebt, um ihn zu besteigen. Das Königreich Tierling ist ein armes Land, zerrüttet von Machtgier, Korruption und Intrigen. Um der Invasion durch seinen mächtigen Nachbarn Mord Messner zu entgehen, schloss Tierling einst einen so verhängnisvollen wie grausamen Pakt. Einen Pakt, den niemand in Frage stellt, bis die junge Prinzessin Kelsia Glynn an die Macht kommt. Sie ist entschlossen, das Unrecht in ihrem Land zu beenden. Doch wenn sie am Hof überleben will, darf sie sich keinen einzigen Fehler erlauben. Ein unglaubliches Abenteuer, das einen nicht mehr loslässt. So schreibt es die USA Today. Und ja, ich würde sagen, das sind große Worte, die auf jeden Fall viel versprechen, viele Erwartungen schüren. Und ich habe wirklich einige Freunde in der Buch-Community, die von diesem Buch wirklich restlos begeistert waren und mir ans Herz gelegt haben, es sehr schnell zu lesen. Sorry. Ja, und das versuche ich 2021 auch zu erfüllen.
Nun komme ich zu zwei Titeln, wo ich hier einen gewissen Vorteil habe, denn ich habe School for Good and Evil, es kann nur eine geben, von Soman Shainani bereits den ersten Band 2020 gelesen, also den Band, den ich euch hier in die Kamera halte. Ja, ich werde euch hier einfach vom ersten Band den Klappentext vorlesen, denn ich möchte niemanden unnötig spoilern. Auf der Schule der Guten und der Bösen werden Jugendliche darauf vorbereitet, ihr ganz persönliches Märchenabenteuer zu erleben. Die gestylte Sophie sieht sich schon als Prinzessin mit besten Aussichten auf einen attraktiven Helden. Ihre eigenbrötlerische Freundin Agatha kann nur auf einen Part als Hexe hoffen. Doch dann kommt alles ganz anders. Denn der finstere Schulmeister hat für die beiden einen dämonischen Plan. Wie gesagt, ich habe diesen Titel schon gelesen und ich fand ihn total toll. Also er hat mich absolut begeistert. Dazu muss ich aber auch sagen, dass hier tatsächlich sehr viel einfach nur überspitzt ist. Also gerade Sophie ist eine sehr, sehr oberflächliche, ich-bezogene Protagonistin, die mit allen Mitteln erreichen möchte, dass sie die Schönste im ganzen Land ist, dass sie die nächste Prinzessin wird, dass sie den nächsten Prinzen heiraten kann und ja, dass sie einfach nur das Beste der Märchenwelt für sich ergattern kann. Wogegenhin ihre Freundin Agatha oft als faul, hässlich und so weiter beschrieben wird. Also all die negativen Merkmale eines typischen Märchens ab. Das sollte man vorab wissen, dass das wirklich sehr überspitzt und übertrieben hier dargestellt wird, war mir im Vorfeld bewusst und deswegen konnte ich hier auch vieles mit einem ja, lachenden, schmunzelnden Auge sehen, weil es geht da wirklich ganz, ganz hart ab, was Blumen, schöne Mädchen und alles so, ja, positiv überspitzt, rosa Wolken, Glitzer und auf der einen Seite der Guten abgeht und auf der Seite der Bösen ist das wirklich alles schmutzig. Die sind wirklich ungepflegt und es stinkt und ach, keine Ahnung. Also wirklich diese typischen Gut und Böse Klischees werden hier absolut bedient. Aber trotzdem hat mir das total gut gefallen, weil mir die Agatha total ans Herz gewachsen ist und ja, es kommt hier zu Verwicklungen, die sehr amüsant und überraschend sind, also jedenfalls überraschend für die Protagonisten. Wenn man das liest, merkt man eigentlich schnell, wo es hingehen wird. Mir hat der erste Band gut gefallen und ich freue mich hier auch schon auf die Fortsetzung. Dann mein letztes Buch. Danach bin ich fertig mit dem Video, ist City of Bones, die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Das Buch ist definitiv sehr bekannt, also die Reihe ist sehr bekannt in der Buchbubble. Und ich habe hier den ersten Band, also diesen Band, auch 2020 gelesen, nachdem ich vor einigen Jahren zuvor die Verfilmung mit Lily Collins gesehen habe. Ich muss sagen, ich fand diese Verfilmung ganz gut, aber ich kannte ja auch vorab die Bücher nicht, weiß aber auch von Freunden, dass sie diese Verfilmung total schlimm fanden und es gab auch keine weiteren Teile mit Lily Collins als Clary. War das Clary? Genau. Ja, ich fand, wie gesagt, den Film ganz gut und der hat eben meine Neugier geweckt und dann wollte ich ja, die Bände haben und ich habe jetzt auch die ersten drei Bände hier. Habe diesen Band gelesen, doch dazu gleich später mehr. Ich lese einfach mal den Klappentext vor.
Willkommen in New York City, der coolsten Stadt der Welt, der Stadt, die niemals schläft. Denn hier sind die Kreaturen der Nacht unterwegs, Feen und Vampire, Engel und Dämonen. Und sie sind auf der Jagd. Gut aussehend, düster und sexy, das ist Jace. Verwirrt, verletzlich und vollkommen ahnungslos, so fühlt sich Clary, als sie in Jace' Welt hineingezogen wird. Was Clary nicht ahnt, Jace ist ein Dämonenjäger. Und als Clary mitten in New York City von den Kreaturen der Unterwelt angegriffen wird, muss sie schleunigst ein paar Antworten auf ihre Fragen finden. Denn sonst wird die Geschichte ein tödliches Ende nehmen. Ja, ich krieg den Namen von Clarys besten Freund hier nicht mehr auf die Kette. Ist jetzt auch egal. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich ja natürlich schon, worum es geht, weil ich ja den Film vorher gesehen habe. Und ich hatte mir eigentlich nur erhofft, dass ich vielleicht noch ein paar mehr Hintergründe erfahre, die eben im Film nicht thematisiert worden sind. Das ist auch der Fall gewesen. So ein bisschen über die Hintergrundgeschichte habe ich erfahren. Ich habe einige Figuren kennengelernt, die der Film nur kurz angeschnitten hat, und ich habe auch gar nicht so viel von dem Buch erwartet, denn mir war ja die Pointe des Bandes hier schon bekannt, bewusst. Und deswegen habe ich halt nicht damit gerechnet, dass das jetzt super spannend wird und super neu für mich wird, und habe mich darauf gefasst gemacht, dass ich hier eine etwas ruhigere Lesezeit haben werde. Das ist auch tatsächlich so gekommen. Ich muss aber gestehen, dass dieser Band teilweise absolut schrecklich und langweilig für mich gewesen ist, denn ich bin mit der Clary hier überhaupt nicht klar gekommen. Also die wird ja doch ganz anders im Film dargestellt, als sie hier in dem Buch erscheint. Also hier ist sie ein Zacken schärfer. Das heißt, ihr bester Freund ist unsterblich in Clary verliebt, und sie sieht das halt am Anfang überhaupt nicht, und sie fühlt sich als kleines, schüchternes, graue Mäuschen-Mädchen. Also sie kann gar nicht so richtig wahrnehmen, dass sie eigentlich eine totale Schönheit ist. Jedenfalls wird sie so beschrieben. Das war ein Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, weil das für mich einfach, das kommt sehr, sehr oft in diesem Jugendbuchgenre vor oder generell einfach vor, dass die Protagonistinnen sich immer irgendwie kleiner machen, als sie eigentlich sind. Und das war ein Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Der andere Punkt war, dass ihr bester Freund dann irgendwann auch ein anderes Mädchen kennenlernt, als die beiden eben mehr in die Welt der Schattenjäger eintauchen. Und dann wird Clary erst bewusst, dass sie total eifersüchtig ist, sie aber auf der anderen Seite eben Jace kennenlernt, für den sie auch Gefühle entwickelt, den sie heiß findet, den sie sexy findet. Und ich fand das sehr widersprüchlich, dass sie auf der einen Seite den einen total anhimmeln darf und dem eigentlich hinterherjagt, aber ihr bester Freund darf andere Mädchen nicht angucken, denn für ihn hat sie irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Und das hat die Clary hier in dem Buch richtig krass auf die Spitze getrieben. Also wirklich, wie sie sich manchmal verhalten hat. Also da war sie mir absolut unsympathisch. Und ich hätte am liebsten das Buch wirklich zur Seite gelegt. Und es gibt aber andere Figuren, die hier vorkommen, die mehr mein Interesse geweckt haben als Clary. Leider hat es dann doch dazu geführt, dass ich das Buch hier 2020 nicht weitergelesen habe. Und das möchte ich gerne 2021 ändern. Deswegen habe ich diesen Titel auf meine Liste gesetzt. Und hoffe, dass Band 2 mich da einfach besser abholen kann, weil da weiß ich ja dann nicht, worum es geht. Und ich hoffe, dass Clary auch noch einiges auf die Kette kriegt, um halt sympathischer zu werden. So,
Und an dieser Stelle bin ich fertig mit meinen 12 Books in 12 Months, die rein. Und ja, ich finde, ich habe richtig tolle Titel ausgesucht. Sehr märchenlastig und sehr fantasylastig. Aber ja, ich freue mich einfach total drauf. Und vielleicht, oder anders angefangen, mit Sicherheit kennt der eine oder andere schon einige Titel, die ich hier vorgestellt habe. Und da würde mich natürlich interessieren, was ihr dazu sagt, mit welchen ich auf jeden Fall als erstes beginnen sollte. Und ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich über den Austausch und hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!